Hallo Leute, ja, wie versprochen, die zweiwöchentliche Besprechung der Bad Batch Folgen. Warum zweiwöchentlich? Ganz einfach, weil wir denken, dass jede einzelne Folge zu besprechen doch etwas langweilig wäre, da jetzt in jeder Folge nicht gerade irgendwas passiert. Dementsprechend reden wir heute über die Folgen 10 und 11 und ja, ich würde sagen, ich fasse die 12 Folgen kurz zusammen und dann reden wir darüber wie immer. Dementsprechend fange ich mal an. Ja, in der 10. Folge haben wir es im Prinzip wieder mal mit einer abgeschlossenen Folge zu tun. Manche würden es auch Filler-Folge nennen, aber so weit würde ich nicht gehen. Und die Bad Batch muss hier eine Mission erfüllen, sprich ein Politiker im Prinzip von einem Planeten runterholen, der vorher zu den Separatisten gehört hat. Dieser Politiker ist einen Deal eingegangen mit dem Imperium. Allerdings stellt sich heraus, dass er dann lieber doch nicht mit denen arbeiten möchte und der muss also gerettet werden. Allerdings bleibt Omega zurück, da sie von zwei Kopfgeldjägern gejagt wird, wie die Bad Batch denkt. Und damit die halt keine Aufmerksamkeit erregt, bleibt sie bei Sid in der Bar. Genau. Das Ganze mit dem, diese ganze Rettungsaktion verläuft eigentlich relativ reibungslos. Gibt es eigentlich auch nicht so viel zu sagen. Dann Omega lernt, wie man dieses Star Wars Schachspiel spielt. Mit diesen lustigen Figürchen, diesen Hologrammfigürchen, genau, und macht einfach alle platt und arbeitet mit Sid zusammen. Die mag sie erst gar nicht. Am Ende hat sie, glaube ich, den Respekt von Sid. Und hat die auch ordentlich Kohle eingebracht und die Schulden der Bad Batch bei Sid beglichen. Ja, am Ende halten Hunter und Omega noch eine Partie ab und dann ist die Folge auch schon vorbei. Kommen wir also zu Folge 11 und diese spielt auf Ryloth, dem Planet der Twi'lek. Und wir folgen im Prinzip Hera, heißt sie, glaube ich, Syndulla, genau. Ich meine, ihr Name war Hera. So, sorry. Und die kennt man aus Star Wars Rebels. Da war es die Pilotin, einer der Hauptcharaktere. Und hier erfahren wir im Prinzip die Geschichte, wie ihr Planet ja, vom Imperium quasi nicht erobert wurde. Also wie sie im Prinzip eine Kooperation mit dem Imperium eingehen, was dann wahrscheinlich später in der Vernichtung oder beziehungsweise in der Eroberung von Ryloth führt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das Ganze jetzt angucken, ist das noch nicht passiert. Und Hera will im Prinzip sich so ein bisschen umgucken, traut dem Imperium nicht so ganz und wird auch öfter dann wieder von ihrem Vater ermahnt, dass sie doch aufpassen soll. Die haben doch jetzt einen Friedenspakt geschlossen quasi. Man sieht einmal kurz nur die Bad Batch selber dann in der Folge, als sie dann Waffen abliefern. Sie unterhält sich noch mit Omega kurz. Es stellt sich heraus, Hera, die später Pilotin ist, will Pilotin werden, überraschenderweise. Wer hätte es gedacht? Und ihre Begründung, ja, könnten manche als ein bisschen zu simpel erachten, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Auf jeden Fall kommt Hera dann wieder zurück mit ihrem Onkel und es stellt sich halt heraus, das Imperium wusste Bescheid, Crosshair richtet sein Scharfschützengewehr schon auf die einzelnen Leute und Hera und der Onkel plus Pilotin sind kurz davor exekutiert zu werden. Doch dann taucht halt Heras Vater und die Mutter auch noch auf, um den Tag zu retten. Und kurz bevor im Prinzip der Vater einen der Politiker, die mit dem Imperium befreundet sind, wegschießen kann, kommt es dazu, dass dieser aber schon von Crosshair weggeballert wird. Und ja, Hera kann entkommen. Was mit den Eltern passiert, sieht man, glaube ich, noch gar nicht. Und die Folge ist vorbei. Wenn ich was vergessen habe, ergänze dies. Ansonsten teile ich seine Meinung zu den Folgen mit. Also ich würde sagen, du hast ja bei der ersten Folge schon erwähnt, man könnte meinen, dass es eine Filler-Folge ist. Du würdest nicht so weit gehen. Ich finde fast schon, dass es irgendwie eine Filler-Folge ist. Das Einzige, was dir wirklich an weiterführender Story drin ist, ist, dass die Schulden bei Sid abgeglichen sind. Ich finde die Folge nicht so spannend, muss ich sagen. Und bei der Folge 11, ja, da geht's so, da wird eher so ein bisschen die Frage um Crosshair weiter wiedergeführt oder ein wenig beantwortet, von wegen, was mit ihm jetzt eigentlich ist, was macht er eigentlich gerade so.
Ich würde sagen, da liegt der Fokus tatsächlich so ein bisschen drauf, weil ansonsten ist auf dem Planeten auch nicht ganz so viel eigentlich los oder zumindest nichts, was uns vorher schon angedeutet wurde. Also auch im Prinzip so eine kleine Nebenstory. Also für mich so ein bisschen das, was ich in den vorigen Folgen gesagt habe, wo jetzt mal ein bisschen Fahrt wieder reinkommt, ist komplett wieder rausgenommen worden in den beiden Folgen eigentlich. Ja, warum ich die Folge 10 nicht ganz als Fehlerfolge bezeichnen würde, ist, glaube ich, der Grund, weil wir hier dann auch wieder mehr darüber erfahren, was Omegas Special-Fähigkeit ist. Sie ist ja auch ein Teil der Schadenscharge, so. Schwieriges Wort. Das heißt, die muss ja auch irgendeine Special-Fähigkeit haben und ihre Special-Fähigkeit ist jetzt anscheinend, dass sie taktisch sehr geschickt ist. Ich glaube, das hat man vorher auch schon kurz angedeutet, ne? War ich mir nicht sicher jetzt. Und jetzt hat man es hier aber auch nochmal gesehen. Das heißt, das könnte natürlich für spätere Folgen nochmal interessant werden. Allerdings ist der Rest eher schon in die Richtung Filler gegangen. Eher so Case of the Week. Okay, wir haben jetzt halt eine Mission, die muss erledigt werden, das war's. Also von der Seite der Bad Batch selber gab es halt nicht viel Interessantes. Von der Seite von Omega schon. Und die 11. Folge ist halt wirklich quasi reiner Fanservice für die Leute, die halt Rebels kennen, die Charaktere schon kennen und die jetzt halt erfahren, was überhaupt mit Heras Familie passiert ist und generell, wie, was quasi mit ihr während der Order 66 passiert ist. Genau. Und du kanntest ja jetzt natürlich Rebels nicht. Bad Batch ist, glaube ich, die einzige Star Wars-Animationsserie, die du jetzt siehst. Dementsprechend war es für dich wahrscheinlich eher so, okay, was soll das jetzt? Warum sieht man die Bad Batch nicht? Und warum folge ich jetzt einer komplett anderen Familie quasi auf irgendeinem Planeten, Ja, denke ich mal. es hat sich halt angefühlt, als wenn die ein bisschen zeigen wollten, was macht Chris ja gerade, ob vielleicht, dass er vielleicht nochmal jetzt größer wieder wird in den nächsten Folgen und dass da vielleicht ein extra Handlungsstrang eingeführt wird oder so. So hat sich das so ein bisschen angefühlt, aber im Grunde, weiß ich nicht. Also, man hat sich auf jeden Fall gefragt, was soll das jetzt? Und naja, die Folge hätte man sich gefühlt auch schenken können dann. Ja, kann ich nachvollziehen. Allerdings, wie gesagt, für die Fans von Rebels, die werden sich wahrscheinlich freuen, dass sie die jetzt wiedersehen. Ich muss sagen, nett. Aber ich finde, man sollte halt echt immer gucken, dass man auch eigene Geschichten dann erzählt, wo dann die Charaktere vielleicht vorkommen. Hier war es dann eher so, wir haben den Charakter und die Bad Batch ist eher so Hintergrund. Die kommt halt mal kurz vor. Die hat dann hier den Cameo und nicht umgekehrt. Und da muss ich dann sagen, ja, schwierig. Sehr schwierig. Also ich habe viel auch gelesen, dass tatsächlich auch viele Leute diese Folge sehr geil fanden, weil sie halt eben Hera jetzt gesehen haben. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, ne, ich bin da zwiegespalten, sagen wir es so. Und generell ist das eigentlich auch wieder schön, ne, das Hauptproblem der Serie, dass diese 16 Folgen vielleicht doch etwas zu viel sind für das, was sie eigentlich erzählen wollen. Und das, was aber mit zum Beispiel Mandalorian in der ersten Staffel war, da war es ja teilweise auch so, dass du eine Mission hattest, dann war die vorbei und dann hast du im Prinzip erstmal dir gedacht, gut, was hat das jetzt mit der Hauptstory zu tun? Und am Ende hast du dann aber mitbekommen, okay, die ganzen Charaktere kommen zurück und das war wichtig. Und das sehe ich hier halt noch so gar nicht irgendwie. Das hat sich auch anders angefühlt, ne? Bei Mandalorianer. Da war so ziemlich klar. Irgendwie, also das war irgendwie wertiger, das hat sich größer angefühlt. Und man hat jetzt nicht gedacht, was soll das jetzt? Man hat sich zwar gedacht, okay, die Folge ist irgendwie komisch, das haben wir jetzt noch nicht irgendwie, also wir haben noch nichts irgendwie von diesen Sachen gehört, die da passieren. Aber dass da irgendwas damit kommt, das war eigentlich schon ziemlich klar. Und das hast du halt bei Bad Batch nicht. Bei Bad Batch hast du eher so das Feeling, naja, wir müssen auf unsere Folgen jetzt irgendwie kommen. Wir haben eine bestimmte Zahl gesagt. Wir haben keine Ahnung, wie wir die füllen sollen. Also haben wir so ein bisschen was noch rein, was der eine oder andere vielleicht noch toll findet, aber im Grunde nicht so viel mit der Story zu tun hat. Ja, was ich halt irgendwie fast mir schon denke, was mit der Serie erreicht werden sollte, ist halt das typische, okay, es ist cool für die Kinder, aber die Erwachsenen können halt auch noch was für sich rausziehen. So, weißt du, was zum Beispiel SpongeBob hatte? SpongeBob war ja eigentlich keine Kinderserie, wenn du dir das mal so wirklich anguckst, ja. Aber war halt für Kinder und aber auch für Erwachsene, die sich das dann gleichzeitig auch reinziehen konnten. Und so dachte ich wahrscheinlich, wie sollte es auch bei der Bad Batch sein. Funktioniert momentan aber eher so semi. Ja, weil du halt wirklich kaum Themen hast, die irgendwie Erwachsene ansprechen könnten. Wie gesagt, wenn du Star Wars Hardcore-Fan bist und du
freust dich im Prinzip über alles, was kommt. Ja, das habe ich ja auch bei Dragon Ball zum Beispiel. Da freue ich mich auch über alles, was kommt. Und der Unknown Kaijuverse zum Beispiel, der fand Dragon Ball Super ja eher so semi. Und ich habe es halt gefeiert. Ist halt Ansichtssache, ne? Wir können halt nur sagen, was wir denken. Und unserer Meinung nach, ich rede jetzt einfach mal für dich mit, würde sagen, ist eher momentan so semi-spannend. Deswegen halt auch die zweiwöchentlichen Recaps und nicht jede Woche. Ich hatte aber schon echt, nach den letzten Folgen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder bergauf geht, aber fühlt es dann jetzt doch wieder nicht mehr so an. Ja, ich denke, wir haben jetzt tatsächlich bis zum Finale so wahrscheinlich die letzten beiden Folgen erstmal wieder eine Mission, Ende. Und die letzten beiden Folgen werden dann wahrscheinlich wieder spannend sein und dann ist halt die Serie vorbei. So denke ich. Hast du nicht gesagt, 16 Folgen hat das Ganze? Genau. Aber die bringen das doch mal in Zweierblöcken, ne? Nee, eine Folge pro Woche. Ja, Tatsache. War ich gerade ein bisschen bei was anderem. Alles gut. Ja, und das deswegen finde ich das bei Bad Batch auch so schwierig, dass halt nur eine Folge pro Woche kommt. Weil die Leute, die es dann verfolgen und sich denken, okay, was sollte das jetzt so, die müssen dann halt eine Woche warten, bis es dann doch mal wieder weitergeht. In der Hoffnung, dass jetzt mehr Story kommt. Und wir denken uns halt auch so, ja, okay, dann gucken wir es halt zwei Wochen nicht, dann gucken wir halt zwei Folgen und besprechen die dann. Halt, aber ich denke mir halt auch, normalerweise, wenn nur eine Folge die Woche kommt, dann sollte man das Gefühl haben, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht und dann kommt die Folge endlich und ich freue mich schon drauf, aber ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gerade bei jemandem so ist, der das guckt. Ja, die fühlt sich halt echt an wie so ein Sonntagmorgen-Cartoon so. Da schaltest du halt morgens rein beim Frühstück und dann schaltest du wieder ab und schaltest am nächsten Sonntag aber wieder ein, weil gehört halt zur Routine so ungefähr, weil nicht, weil du wissen willst, wie es weitergeht. Das ist dann aber, das merkst du denn nicht. Also am nächsten Tag, wenn dich dann einer fragt, was in der Folge passiert, was war denn da? Irgendwie was, war jetzt aber nicht so spannend, so nach dem Motto. Ich finde halt auch, die Charaktere werden im Moment, die trampeln so auf der Stelle. Wir haben jetzt verstanden, okay, Omega kann mehr als wir sehen, so ungefähr. Sie kann sich beweisen in der Bad Batch, ist okay. Hunter hat seine Vaterrolle und die muss er erfüllen. Okay, haben wir jetzt auch schon 1000 Mal gesehen. Und hier Wrecker, dass der irgendwie Best Buddy mit Omega ist, haben wir auch schon 1000 Mal gesehen. Alles cool. Aber ich will halt jetzt mal sehen, wie ist denn jetzt der nächste Step so? Was kommt denn da jetzt noch? Die verlieren aber auch an Interesse irgendwie. Also so, wo ich Wrecker am Anfang noch richtig cool fand, der hat immer so Sprüche rausgehauen und war immer so brachial drauf und so. So jetzt ist es relativ langweilig geworden, weiß ich nicht. Ja, das zieht sich halt so ein bisschen durch die Serie durch, dass wir viele Folgen haben, die abgeschlossen sind und mit der eigentlichen Story nichts zu tun haben und die selbst nicht mal die Charaktere wirklich ausbauen. Weil selbst wenn wir Charaktermomente haben, dann sind das im Prinzip Wiederholungen von Momenten, die es davor schon gab. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ja, das fühlt sich halt so an. So die nächste Folge könnte quasi sein, dann fliegen durch die Galaxis, entdecken ein bisschen Weltraummüll, den sammeln die ein, den geben die wieder Müllcap ab, dann sagen die immer, ja, Kinder, jetzt habt ihr was gelernt, Müll begonnen ist gut und langweilig, nächste Folge. Kinder, sammelt immer euren Müll ein, euer He-Man. He-Man. Ja, so fühlt sich das an, so ungefähr. Nur, dass ein cooler Spruch am Ende mal kommt. Ja, wie gesagt, ich denke, das ist halt einfach so, dass sie jetzt gerade richtig hart auf der Stelle treten. Nicht nur was die Story angeht, auch was die Charaktere angeht halt, ne? Schwierig. Man hat halt nicht so viele Charaktere, ne? Du hast halt wirklich nur die Bad Batch, Omega und das war's ja eigentlich schon. So. Was mit den wie heißt denn die Kaminoana-Dings da, Viecher? Kaminoana, genau. Mit den Langhälsen da. Ich meine, was machen die denn gerade und was passiert denn gerade mit dem Imperium, was die Bad Batch angeht? Nicht nur, dass irgendwelche Planeten da mal so ein bisschen. Ja, nix, die chillen, so, die trinken Kaffee. Aber die sind alle am Chillen gefühlt. Also irgendwie die Kaminoaner chillen, das Imperium chillt, alle. Ja, dass die auf der Flucht sind, kommt halt so null rüber gerade. Nein, für mich machen die gerade irgendwie Urlaub bei Sith und machen da ein bisschen Partyspaß. Ja, sammeln halt ein bisschen Geld und dann mal gucken, wie es weitergeht so ungefähr. Dann sagt Sith, ey, wenn ihr schon in meinem Apartment chillt, dann müsst ihr mal ein paar Aufgaben für mich machen, dann machen die das. Und ansonsten füllt man noch einen Pool vor der Tür, dass sie da ein bisschen schwimmen gehen können. Ja, ist halt echt schwierig. Und das finde ich auch so ein generelles Problem, was Star Wars gerade hat, dass sie halt zu sehr immer wollen, wir müssen uns jetzt in dieser Timeline von Episode 1 bis 9 bewegen. Das muss einfach sein. Was aber Quatsch ist, weil
Star Wars ist halt nun mal größer als Episode 1 bis 9. Es gibt halt nicht nur Skywalker und Clone Wars und das war's so ungefähr. Du hast ja so viel noch, was in dem Universum ist. Das Ding ist aber auch dieser Story-Part jetzt irgendwie mit Omega, wo es dann jetzt hieß, von wegen, ja, Fliegen ist ein Gefühl und tralala. Da hast du gedacht, jetzt kommt da irgendwie so ein bisschen, dass die auf emotional gehen oder so. Aber ich finde, das hat so gar nicht gezündet irgendwie. Das war so, nee, ich dachte, jetzt kommt noch was irgendwie, die eine Kleine, dessen Name mir da missfallen ist, wird jetzt Hera. Irgendwie richtig, genau, Hera will richtig einen raushauen und jetzt kommt eine krasse Interaktion mit Omega und so, aber ne, nichts dergleichen. Irgendwie so, das hat einen relativ kalt gelassen, finde ich. Ja, das war einfach nur, ja, wie du schon sagtest, die versuchen jetzt irgendwie Emotionen zu triggern, das hat aber 0,0 funktioniert, finde ich. Ja, ist das ja. Ist mit dem, ja, Fliegen ist ein Gefühl. Das war's. Ja, ja, aber schön deswegen, ja, deswegen ohne Scheiß, ich bin gespannt auf die Anime-Serie. Also auf diese Anthology-Serie, wo halt jede Folge so eine eigene Geschichte ist. Mhm. Weil ich finde, dass genau das Star Wars gerade braucht. Frischen Wind. Könnte den ganzen Kick geben, ja. Ja, weil wir halt echt so auf der Stelle treten. Es gibt halt die Traditionalisten, die natürlich sich auch in der Zeitlinie dann bewegen wollen zwischen Episode 1 und 9 und die wollen alles wissen. Aber ich finde das halt schwierig, weil das gleichzeitig natürlich auch entmystifiziert. So, du weißt halt, okay, Han Solo heißt Han Solo, weil er halt Solo war während so einer Passkontrolle. Haha, daher kommt der Name. Cool, dankeschön. Weil er Hähnchen ist. Ja, das muss ich jetzt unbedingt wissen auf jeden Fall. Solche Geschichten halt so, warum? Dann lass es halt im Dunkeln, der ist eine freaking Legende, dann lass es halt so. Warum musst du denn diesen Legendenstatus so ankratzen, indem du alles erklärst? Man müsste das auch nicht erklären, weil nein. Eigenname, Punkt, ausfällig. Ja, das ist genauso wie bei Alien vs. Predator, wo vorher nur das zwei Predator-Filme, da ist diese, boah, krass, die haben eine richtig heftige Kultur bestimmt, die Predatoren. Und was kommt dann? Alien vs. Predator und erklärt dir quasi alles. Ja, die haben übrigens hier so ein Ritual und dann bilden die da ihre Jungen aus und so ein Shit. Ja, das ist mir doch egal. Ich will das nicht wissen. Bewusst nicht. Man muss Sachen auch mal im Dunkeln lassen. Das ist so viel in die Raffen, Mann. Lass es doch sein. Ich will es nicht wissen. Ich will es mir selber irgendwie zusammenreimen und mir denken, boah, ist der Typ krass. Das Problem ist ja, du hast bei sowas immer zwei Optionen. Du kannst ja was zeigen, aber dann muss das wirklich krass sein. Und dann müssen die Leute wirklich denken, boah, heftig, das ist jetzt richtig. So ein Plus an Wissen quasi, was so richtig gefehlt hat. Aber auch nicht zu viel. Ja, das muss halt besonders gut sein. Wenn das nicht besonders gut ist irgendwie, wenn das irgendwie nur ein bisschen schlecht gemacht ist und ein bisschen langweilig ist, dann zieht sich das durch alles durch. Und dann ist auf einmal, das macht dann alles mies. Und das wirkt jetzt halt gerade bei Star Wars wie, ja okay, wir haben hier übrigens noch eine Küchenschabe, die hat auch während der Clone Wars unter Order 66 gelitten, das müssen wir jetzt auch zeigen. Hier, Fred die Küchenschabe, Star Wars ist Star Wars Story. Viel Spaß, so. Ja, muss ich nicht sehen. Ist lame. Ja, ist doch gut jetzt mit Episode 1 bis 9, jetzt mach halt mal was Neues. So, Mandalorian kann ich halt noch dulden, ja, das hört sich jetzt hart an, also kann ich noch irgendwie akzeptieren, so. Weil er das wirklich so ein bisschen auch sein eigenes Ding macht. Das spielt ja quasi eher selten auf die Episoden 1 bis 9 an. Die haben ja wirklich fast schon immer so ihr eigenes Ding. Außer das jetzt mit Luke und solche Geschichten. Aber zum Großteil ist das halt was eigenes. Und das fühlt sich bei Bad Batch gar nicht so an. Das war halt einfach gut gemacht. Also das war mal komplett was Neues. Und das war so, ja, einfach qualitativ sehr, sehr hochwertig, ne? Ja, es muss halt nicht mal rein von Animationsqualität oder so krasser sein. Ich fände einfach nur, baut halt die Charaktere aus. Wofür gucke ich mir eine Serie an, die Bad Batch heißt, wenn ich nichts über die Bad Batch erfahre, so ungefähr? Ja, der Erzählstil, der muss sehr gut sein, einfach. Und ja, das Ganze, worum es geht. Also die Story muss halt sehr gut sein. Und meinetwegen eine geile musikalische Untermalung. Das muss halt, du musst da Punkte haben, wo du sagst, ey, das ist richtig gut gemacht. Und so für die Heimkino- Leutchen unter euch, ich finde halt auch der Ton. Ne, ist ja wieder Dolby Digital, Standard Disney-Matsche. Ist halt übelst kraftlos. Da kommt halt ein Raumschiff angeflogen und du denkst dir halt, keine Ahnung, da kratzt gerade einer beim Tisch oder so. Da passiert halt nichts. So, der Subwoofer wird gar nicht erst angesprochen. Finde ich irgendwie sehr lahm. Das soll aber auch nicht hier in einem Rant über Bad Batch ausarten. Es gab ja durchaus gute Folgen. So ist ja nicht. Ja. Gab's. Nur lassen die halt gerade so ein bisschen vermissen wieder.
Wie gesagt, letzte Woche, beziehungsweise nicht letzte Woche, vorletzte Woche, wo wir dann aufgenommen haben, die Folgen, die waren um Welten besser. Ja, und ne, ist natürlich nur unsere Meinung, wenn ihr die Folgen geil fandet, ist das voll cool, ne? Da sind wir auch happy drüber, wenn ihr das geil findet, ist ja okay. Aber wir müssen halt echt sagen, diese ganzen Filler-Folgen, also wir bezeichnen es jetzt als Filler-Folgen, wenn ihr das anders seht, ist das absolut in Ordnung, sind halt echt schädlich. Das ist halt genauso wie bei Bleach schon fast, ja, dass du da einen kompletten Filler-Arc hast zwischen wichtigen Story-Strängen und da musst du dich halt da so durchquälen. Aber ich bin da zumindest jetzt so ein bisschen die Hoffnung, dass es jetzt vorangeht, weil die Schulden bei Sid abgeglichen sind und diese Ja. langweiligen Aufträge, die die da gemacht haben, ein Ende haben dürften. I hope so, ja. Und ich hoffe, dass das Finale der Serie auch gut wird. Ansonsten glaube ich, wird es schwierig mit der zweiten Staffel. Ansonsten brauchst du auch keine zweite Staffel. Ja, eben. Und vor allen Dingen, wenn ich mir mal so die, ja, hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, aber die Aufrufzahlen von anderen YouTubern anschaue, ne, zu Bad Batch Recaps, die sind jetzt auch nicht so Bombe, ne? Im Vergleich zu den sonstigen Videos. Und das zeigt halt einfach schon, da ist wahrscheinlich einfach nicht so das Interesse dahinter, dass das besprochen wird. Ja, generell nicht eine Serie, ne? Ja, wahrscheinlich auch generell nicht an der Serie, ja, schon. Das Ding ist, ich glaube, das nächste, was jetzt kommt, ist dann im August wieder gleichzeitig Star Wars und Marvel. Da wird dann Marvel What If, glaube ich, und halt den Star Wars Anime. Das wird spannend. Das sind beides Projekte, die so ein bisschen eventuell die Formel aufbrechen und so ein bisschen abgedrehter sind. Finde ich sehr gut. Bin ich Fan von, auch wenn ich am Ende wahrscheinlich dann, wenn ich am Ende dann sage, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, muss ich trotzdem sagen, ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mach halt mal was Abgedrehtes. Mach halt mal irgendwas anderes. Ich will was Neues sehen. Und nicht immer nur dieselben abgetretenen Pfade. So, ich wiederhole mich langsam. Und wenn ich mich wiederhole, ist das schlecht. Dementsprechend würde ich sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, kommen wir zum Ende. Ich würde sagen, dann schreibt in die Kommentare, wie ihr die Folgen fandet. Ich habe generell schon bei manchen auch gelesen, dass die gerade die Hera-Folge sehr gut angenommen wurde. Wenn ihr das auch so seht, schreibt in die Kommentare, lasst uns diskutieren auch gerne. Daumen nach oben, Abo, Glocke aktivieren, ne, das Typische halt. Und wir sehen uns dann zumindest für Star Wars in 2 Wochen wieder. Und ja, das war's. Genau. Macht's gut. Macht's gut, Leute. Tschüss.